Ich habe mir auch vorhin überlegt, im Endeffekt müsste man doch jedermann Sache darüber reden, wie die Banken Europa kontrollieren, wie Zinseszins funktioniert. Das Problem ist allerdings, dass es die Leute, die regelmäßig herkommen würden, langweilen würde. Das Problem ist allerdings auch wieder, dass die Leute, die hier vorbeikommen, denn halt nicht die Info kriegen, weswegen wir hier stehen, wenn wir es nicht eigentlich permanent wiederholen würden. Also von daher ist es so ein Zwiespalt. Ich werde mir da noch ein paar Gedanken drüber machen und auch noch mal eine kleine Rede dazu schreiben. Ich hatte in den letzten 2-3 Wochen durch die Webseite eine Menge Stress, eine Menge Zeit, die da draufgegangen ist. Ich hoffe, ihr wart alle schon mal auf www.mahnwachen.info. Ist echt ein geiles Projekt geworden, eine geile Community, viele Infos. Bringt euch da auch selber ein, das ist super wichtig. Schreibt da eure eigenen Blogs, macht da euer eigenes Profil, teilt da relevante Informationen. Dort werden sie wesentlich einfacher gefunden als bei Facebook. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr die halbe Stunde auch hier geblieben seid, wo nicht großartig viel passiert ist, weil das ist das Nächste, was ich immer sage, die Veranstaltung geht um 18 Uhr hier los, indem ich oder jeder hierher geht und hier steht und sagt, ich bin unzufrieden. Da muss hier vorne gar keine große Rede gehalten werden oder sowas. Schön wäre es wirklich, wenn hier mal 5.000 oder 10.000 Leute einfach 3 Stunden lang ohne große Show stehen würden, miteinander reden würden und einen Standpunkt beziehen würden, indem sie zeigen, dass sie hier sind und dass sie nicht zufrieden sind. Genau, und schöne Grüße noch aus Hannover. Ich war jetzt am Pakt der Deutschen Einheit in Hannover, habe Frau Merkel mal ganz freundlich gewunken mit einem schönen Protestschild, war 3 Meter von ihr entfernt. Wir haben protestiert vor der Kuppelhalle und das hat auch medial sehr große Resonanz gehabt. Das heißt, Russia Today hat zum Beispiel noch am selben Abend über den Protest berichtet und ich muss auch sagen, in Hannover sind auch sehr aufgeweckte Menschen, die für den Frieden auf die Straße gehen und es hat mir wirklich Spaß gemacht, dort diesen revolutionären Tag mit diesen Leuten zusammen zu verbringen. Weil es ja in Berlin war für mich keine Option an diesem Tag, weil vor dem Reichstag oder vom Kanzleramt zu demonstrieren, kam für mich nicht in Frage, weil meiner Meinung nach dort die falschen, für die falschen Werte auf die Straße gegangen wird. Und verkauft ihr unseren Boden an private Investoren? 2 Billionen deutsche Schulden könnt ihr damit nie reinholen, sondern damit nur den Einfluss von den großen Monopolen. Lebensmittel werden teurer, Resultat, Inflation. Und so investiere ich in diesen Track hier meine Kraft, um euch da oben klar zu machen. Neuer Erfolg ist jetzt erwacht. Mit eurer Armutspolitik habt ihr den Flächenbrand entfacht. Widerstand ist das Gebot der gesamten Bürgerschaft. Ihr korrupten Haltruppen habt doch immer nichts gelernt. Seid von Einigkeit und Recht und Freiheit meilenweit entfernt. Wir haben euch gewarnt, ihr bringt niemals unser Stolz. Denn hier regiert der kleine Mann, denn wir sind das Volk. Ihr korrupten Haltruppen habt doch immer nichts gelernt. Seid von Einigkeit und Recht und Freiheit meilenweit entfernt. Wir haben euch gewarnt, ihr bringt niemals unser Stolz. Wir fordern unsere Rechte ein, denn wir sind das Volk. Vielen Dank. Photon, vielen Dank. Geht das? Ja, jetzt geht's auch. Wunderbar. Was wollte ich sagen? Hier sind ein paar Leute stehen geblieben. Ich sag's euch kurz, wir sind eine Friedensdemo. Wir stehen hier unter anderem, weil Banken dafür daran Schuld tragen, dass dieses Ungleichgewicht in Europa so schlimm ist, dass in Griechenland oder Portugal wirklich riesen, Spanien, Italien, riesen Kürzungen im Sozialwesen stattfinden. Aber trotzdem Griechenland für seine wunderbare Sparpolitik von unserer Kanzlerin gelobt wird. Wobei man zwingend wissen muss, dass Griechenland 2% seines Etats für Militärausgaben hergibt, was ganz wenige Länder in der Höhe Material kauft. Und das ist halt alles Lobbyarbeit, zum Beispiel der Rüstungsindustrie. Und das ist auch einer der Gründe, warum Europa in so einer Schieflage ist. Das ist nicht immer nur so einfach, auf eine Bank zu schieben. Klar, Banken sind schuld, Banken finanzieren das alles. Aber dann sind es noch Rüstungskonzerne und Lobbyinteressen, die halt wirklich auf der Welt regieren und leider nicht unsere Politik. Das ist ein großes Problem, weil die Lobby ist mächtiger als unsere Politiker. Die Wirtschaft ist heutzutage mächtiger als unsere Politiker. Von daher, wenn man wirklich Demokratie leben wollen würde, müsste man den Vorstand der Europäischen Zentralbank wählen können. Und da das nicht möglich ist, wählen wir hier jedes oder alle 4 Jahre einfach nur die Pressesprecher der Industrie. Und um das zu ändern, müssen wir mal geschlossen auf die Straße gehen. Ein paar 10.000 Leute müssen einen Standpunkt vertreten und müssen sie halt mal wirklich dazu zwingen, mal klar Schiff zu machen. Man könnte zum Beispiel mit 186 Ländern durch einen geregelten Staatsbankrott gehen, den Banken einfach mal den Finger zeigen und sagen, hört mal zu, deine Schulden behältst du jetzt und die Länder würden wieder selber anfangen, Geld zu drucken. Das wäre eine Möglichkeit,
gibt sicherlich noch ganz viele andere. Ich will mir gar nicht anmaßen, die Lösung für das Problem zu haben. Ich habe halt lediglich erkannt, dass so wie es hier weitergeht, kann es nicht weitergehen, ihr Lieben. Weil das treibt uns immer wieder in schlimmste Kriege und Verwerfungen und soziale Ungerechtigkeit. Und auf dem Planeten ist genug für alle da. Genug Geld, genug Essen, genug Wasser. Es müsste einfach nur fair aufgeteilt werden. Da sind ungefähr 100 Menschen auf dem Planeten, die haben Privatvermögen. Das geht in die Trillionen höchstwahrscheinlich. Das sind Summen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Wenn man sich mal reinzieht, was Zins über ein paar hundert Jahre lang erwirtschaften kann. Und wenn man denn weiß, dass es Privatbanken gibt, die schon über 500 Jahre am Start sind und mit einem guten Startkapital angefangen haben, dann sind das alles Privatkonten und Summen, die ganz klar machen, dass dieses Zinssystem so auch nicht funktioniert, weil es halt permanent Geld von fleißigen Leuten, die einen Kredit aufnehmen müssen, um zu existieren, zu den immer reicher werdenden bewegt. Das ist halt der Zinseszinseffekt. Das ist ein Magnet der Superreichen, der das Geld von den Fleißigen wegsaugt. Von den Armen ist es gar nicht mehr zu holen. Das ist kein Kampf gegen Arm und Reich. Es ist, wenn dann, ein Kampf von Fleißig und Reich. Wobei es ist eben oben und unten, so könnte man es heutzutage aufteilen. Es ist auch weniger rechts oder links. Ich habe das Gefühl, heutzutage gibt es zwei Klassen und es ist eher national orientiert oder global orientiert. Das ist im Frieden aber auch ganz wichtig. Ich glaube, Frieden funktioniert nur global. Das heißt, auch diese Bewegung ist eher eine globale Friedensbewegung. Genau als Gegensatz dazu, dass wir halt auch eine Globalisierung der Konzerne und Monopole haben, brauchen wir auch eine Globalisierung der Friedensbewegung. Weil das System der Nationallösung hat in den letzten Tausenden von Jahren echt nicht so gut funktioniert. Wir sollten uns mal von dem Konzept der Nationalstaaten vielleicht sogar abwenden und einen ganz anderen globalen Ansatz wählen, wie wir Menschen miteinander umgehen können oder leben wollen. Es ist nicht immer so, dass es so, wie es jetzt ist, muss es bleiben, weil wir machen alles zum ersten Mal. Wir können ja gar nicht sagen, ey, guck mal, da hat schon mal einer so gemacht, das ist voll cool, so machen wir das jetzt auch. Das heißt, wir versuchen alles zum ersten Mal. Und auch wenn wir feststellen, dass es eigentlich total scheiße ist, halten wir Menschen dauernd weiter dran fest, anstatt mal was anderes zu versuchen, ey. Es wäre doch echt mal was Zeit für was anderes, oder wollt ihr so weitermachen, wie es jetzt läuft? Macht mal was Neues! Ja, da, es muss Utopie auch wieder möglich sein. Man muss utopische Gedanken haben dürfen. Man muss halt wirklich eine Vorstellung haben, die mal ganz abseits von allem ist. Man muss mal sagen können, ey, muss überhaupt Geld mit Zinseszins sein? Können wir nicht den Zins abschaffen? Oder können Zentralbanken nicht staatlich sein? Oder mal wirklich Forderungen oder Ideen aufs Tableau bringen, die halt mal wirklich ganz, ganz anders sind. Oder brauchen wir überhaupt Parteien? Wie ist denn das? Braucht ihr jemanden, der euch sagt, was ihr zu tun habt? Ich brauche keinen, der mir sagt, was ich zu tun habe. Also, verstehe mich, da sind wir aber auch wieder beim Bewusstseinssprung. Wenn die Menschheit versteht, dass Nächstenliebe und die Liebe zu den Menschen in deiner Umgebung dazu beitragen, dir persönlich besser geht, dann wären vielleicht auch viel mehr Leute bereit, was zu tun. Weil es ist relativ egoistisch, was wir hier mitunter machen. Weil wenn es den Leuten um mich herum gut geht, dann geht es mir auch gut. Also wir stehen hier alle für uns, aber auch für alle anderen. Das ist echt wichtig zu verstehen, dass es da halt auch wirklich einen Bewusstseinswechsel geben muss, weg vom Wettbewerb hin zu Gemeinschaftlichkeit. Zusammen schaffen wir es eher als gegeneinander. Möchtest du, Benni, ankündigen ganz kurz? Benni? Danke. Ich wollte dazu auch noch mal ganz kurz sagen, ich bin total dankbar, all das, was überhaupt entstanden ist. Und da wollte ich nur kurz die Philosophie eines Fotografen eigentlich nur benennen. Wenn man einen Tag lang 1000 Fotos macht und nur eins ist super, wegen dem einen hat es sich gelohnt und wenn nur eine kleine Sache, eine Veränderung ergeben hat, eine positive, lohnt es sich. Und selbst wenn wir Höhen und Tiefen haben. Und jetzt freue ich mich auf Benni, der erzählt zu Feindbildern. Ja, hallo. Ich bin jetzt das zweite Mal hier auf der Bühne und mindestens genauso aufgeregt wie beim ersten Mal. Ich glaube, das wird sich auch niemals legen. Ich bin aber dankbar auch dafür, dass wir trotzdem jetzt so langsam hier eintrudeln, es immer mehr werden und
Ich möchte heute, wie gesagt, wie Ellie schon gesagt hat, ein Thema über, ein Text über das Thema Feindbilder vorlesen. Habe mir da ein paar Gedanken zugemacht. Jeder hat ja irgendwie so sein Thema, was er halt am Anfang, wo er halt gemerkt hat, irgendwas stimmt auf der Welt nicht und wo er diesen Aha-Effekt bekommen hat. Und ja, mein Thema war da so 9-11 und Angriffskriege. Und jeder hat da so seine anderen Themen. Und ja, ich möchte euch diesen Text gerne euch mal vorlesen. Wenn ich etwas gelernt habe in meinem halben Jahr in der Friedensbewegung, dann ist es die Tatsache, dass sehr viele verschiedene Arten, Ideen, Ansätze und Vorschläge gibt von ebenfalls vielen unterschiedlichen Gruppierungen, wie man als Menschheit zum Weltfrieden gelangen könnte. Im Gegensatz dazu gibt es aber nur sehr wenige, aber dafür klare, von kleinen elitären Gruppen machtbesessener Menschen Wege, uns in einen Krieg zu führen. Bevor ein Krieg überhaupt erst richtig heiß werden kann und in der Realität auf Menschen geschossen wird, wird als allererstes von diesen Mächtigen die zuverlässigste und wirksamste Waffe eingesetzt und auf uns gerichtet. Und zwar die virtuelle und ideologische Waffe der Manipulation und die des Aufbauens eines Feindbildes. Kaum eine Waffe ist gefährlicher als diese. Denn wenn diese Waffe nicht auf uns gerichtet oder die Mehrheit nicht davon betroffen wäre oder wir alle ein Schutzschild dagegen hätten, dann wären die meisten Kriege auf der Welt in der Form, wie sie in den letzten Jahrzehnten geführt und uns verkauft wurden, gar nicht möglich gewesen. Aber genauso alt wie Kriege auf diesem Planeten sind, also so eigentlich so alt wie die Menschheit selbst, genauso alt sind die in uns eingepflanzten Feindbilder. Besonders wenn die Vorbereitung eines Krieges auf Hochtouren laufen und ein Angriff kurz bevorsteht, kann man es nur zu gut beobachten, wie der Feind als böse, unmenschlich, grausam, hinterhältig, teuflisch und minderwertig dargestellt wird und entsprechend als gewollte Folge bedrohlich wahrgenommen wird. Die Mächtigen wissen sehr genau, dass den meisten Menschen die Realität dieser Erde zu komplex ist. Und sie wollen auch gar nicht, dass wir anfangen, das Wirrwarr der wirklichen Zusammenhänge zu entknoten und es womöglich auch noch verständlich verbreiten. Ich habe erst etwas mehr als 30 Jahre auf diesem Planeten gelebt, habe das große Glück, noch nie in der Wirklichkeit in einem Krieg gewesen zu sein. Doch was ich inzwischen immer mehr begriffen habe, seit ich denken kann, führt eine Gruppe von einem verstrahlten und verlogenen Gemisch aus Bankiers, Öldynastien, Königshäuser, Konzernchefs, Rüstungsindustrie, Medienvertreter und Politiker einen virtuellen Krieg gegen uns. Indem sie die öffentliche Meinung permanent, akribisch und ausdrücklich in eine Gesellschaft etablieren wollen, die aber von der tatsächlichen Meinung der meisten Menschen völlig abweicht. Es ist immer dasselbe Prinzip. Wir die Guten, die Bösen. Wir haben die Wahrheit und die Demokratie mit Löffeln gefressen und die bärtlichen, unwestlich denkenden Barbaren gehören von unseren freiheitsliebenden und Friedensnobelpreistragenden Drohnenlenkern gezüchtigt und zur Not auch vernichtet. Und bevor wir dann zur Primetime die grausamen Bilder von Bombeneinschlägen, zerstörten Wohnhäusern, zerfetzten Leichen und weinenden Angehörigen von den Sendezentralen aus in unsere Wohnzimmer geliefert bekommen, haben wir sie alle schon vorher in unseren Köpfen abspielen lassen und werden monatelang vorher darauf vorbereitet, während gleichzeitig Mechanismen in uns programmiert werden, die diese Verbrechen tolerieren oder gar anfangen gut zu heißen. Es wird uns täglich gebetsmühlenartig erklärt, dass wir zu handeln haben, dass wir etwas stoppen müssen, in einen Konflikt eingreifen sollen, dass wir nicht mehr tatenlos zuschauen dürfen. Es werden Ängste geschürt, dass wir bald Krieg und Terror auch bei uns haben werden, wenn wir nicht sofort gegen die sogenannten Aggressoren Krieg führen. Doch mit wir meinen sie nicht uns. Sie meinen sich selbst. Sie wollen unbedingt ihre wirtschaftlichen Interessen durchboxen und danach handeln.
Sie wollen ihre Kriege führen, um Gas, Öl und seltene Erden erbeuten zu können. Und sind sich für keine Lüge oder Täuschung zu schade. Wir haben dabei lediglich nur noch die Funktion, es als gesellschaftlich gebilligtes Morden für den guten Zweck abzunicken. So von wegen, nicht schön, aber erforderlich. Und hinterher stellt man fest, es war alles erstunken und erlogen. Und das muss jedem bewusst werden. Es ist traurig, aber wahr. Und noch trauriger ist, dass ich hier nicht einmal verallgemeinere. Wenn ich sage, wirklich jedes Mal hat sich hinterher ein Kriegsrund der westlichen Staaten als purer Schwindel herausgestellt. Die meisten Politiker und Mächtigen dieser Welt lügen immer. Besonders wenn es um Geopolitik geht. Sie lügen, sobald sich ihr Mund vor laufenden Kameras öffnet. Sie lügen, sobald ein Auge oder ein Mikrofon auf sie gerichtet sind. Und selbst wenn mal eine Lüge auffliegt, wird diese mit weiteren Lügen gerechtfertigt und die Schuld mit weiteren Lügen auf andere geschoben. Es ist widerlich, es ist krank und es macht mich wütend. Man fühlt sich erst einmal fast erdrückt und schrecklich deprimiert, wenn einem das alles bewusst wurde. Man aufwacht und erst einmal sacken lassen muss, bis man dann handeln und sich schützen will. Doch hier an dem Punkt musste ich besonders aufpassen. Und zwar nicht gleich wieder in den Mechanismus zu verfallen, Feindbilder aufzubauen. Mit allem, was an Begleiterscheinungen wie Hass und das Billigen von Gewalt dazugehörte. So ein Gauk, so ein Bush, so ein Obama, so ein oberster Monsanto-Mitarbeiter oder so ein Ackermann sind halt leicht zu hassen oder zu verachten und zu verurteilen. Wenn man einmal dahinter gestiegen ist, was für Verbrecher bzw. Marionettenhafte Handlanger der Verbrecher, die in Wahrheit sind und in ihnen stecken. Und wie ekelhaft und perfide ihre Handlungen und Lügen in der Vergangenheit waren und in der Gegenwart noch sind. Und auch wenn sozusagen dieses Feindbild, und sorry, ich empfinde die Politik der USA, der NATO und der USA für uns alle feindlich. Und dieses Feindbild hat zwar eher sehr viel mehr von wahrer Natur ist, als das, was uns vorher die Eliten immer verkaufen, müssen wir diesen anhaftenden Mechanismus versuchen abzustellen, gewalttätigen Rachengelüsten ausleben zu wollen. Und sei es nur gedanklich. Ja, verdammt, es steht fest, wir sind ihnen einen Scheiß wert. Ebenfalls steht fest, für ihre Ziele gehen sie über jede Leiche. Genauso steht fest, dass sie für wirtschaftliche Interessen aller Welt ungehemmt morden und dabei nicht einen einzigen demokratischen Gedanken in sich tragen. Es aber gleichzeitig uns als demokratischen und humanitären Akt verkaufen. Und für mich persönlich steht fest, ich würde diese Kriegstreiber auch lieber vor ein Menschenrechtstribunal, als sie weiter auf freien Fuß sehen. Doch an diesem Punkt, den jeder Aktivist sicherlich kennt und gedanklich schon zelebriert hat, ist die Gratwanderung besonders dünn, sogenannte Feinde aus Rache nur fair zu bestrafen bzw. bestraft zu sehen oder aber Gewalt gegen sie zu tolerieren. Ein negatives Vorurteil oder Urteil zu haben, bedeutet fast immer, dass die Realität negativ verzerrt wird und unser Handeln ins Negative abdriftet. Selbst wenn der Beginn der Urteilsbildung sich als wahrheitsgemäß herausstellt. Doch genau an diesem schwersten Punkt müssen wir endlich anfangen anzusetzen und umzudenken. Natürlich ist es beinahe unvorstellbar, dass ein Vater, dessen Familie durch einen Bombenangriff getötet wurde, den Verantwortlichen jemals verzeihen könnte. Und das würde auch niemand verlangen. Und natürlich ist es verständlich, wenn man sich mit Gewalt gegen jemanden wehrt, wenn sein Leben und das seiner Familie akut bedroht wird. Doch alles, was über die Gewalt zur Lebenserhaltung in so einer Situation hinausgeht, schafft die Basis für die sich unendlich weiter drehende Hass- und Gewaltspirale, die dann in die nächste Generation weitergetragen wird. Und zumindest wir Menschen hier im Westen, die noch nicht akut bedroht sind und noch keiner unserer hier lebenden Angehörigen durch Bomben verloren haben, sollten anfangen, unsere Feinde nicht wie gewöhnliche Feindbilder zu behandeln, indem wir weiter diese Mechanismen der Manipulation benennen, weiter unermüdlich Aufklärung betreiben, ohne hetzerisch zu werden, indem wir weiter friedlichen Widerstand leisten, uns öffentlich empören und protestieren. Und natürlich reicht es nicht, einmal die Woche zu einer Demo zu gehen
aber immerhin ist das sinnvoller und besser, als es nach ein paar Wochen wieder sein zu lassen und doch wieder in den Fernseher einzuschalten, weil man sich dann so erschlagen fühlt und denkt, man kann ja doch nichts dran ändern. Ich bin der Meinung, dass jeder Einzelne 24 Stunden am Tag an der Macht dieser Kriegstreiber rütteln kann. Und sei es nur im ganz Kleinen. Dazu gehört es, sich zu verinnerlichen, dass die Welt voller Krieg ist. Krieg zwischen Mann und Frau, in zwischenmenschlichen Beziehungen, zwischen Nachbarn, im Computerspiel, auf dem Schulhof und auf dem Arbeitsplatz. Und die Welt steckt voller Gewalt. Gewalt mit Worten, Gewalt mit Fäusten, Gewalt gegen andere, Gewalt gegen sich selbst, Gewalt in Gedanken. Dazu kommt, dass wir Menschen trotzdem uns als soziale Wesen verstehen und nach sozialer Zugehörigkeit und sozialer Identität suchen und uns auf dieser Suche oft fehlleiten lassen. Wir suchen Anschluss an Personen und Gruppen oder bekannten Persönlichkeiten, die wir schätzen oder denen wir ähnlich sein wollen und übernehmen auf kurz oder lang meist unbewusst deren Handlungs-, Denk- und Wertemuster, die wiederum dazu führen, dass wir intolerant gegen andere werden, die nicht zu unserer Gruppierung gehören und sie nach und nach zu unseren Feinden machen. Weil wir denken, unsere Gruppe kann ja nur gut sein, dann sind die anderen folgerichtig die Bösen. Und dagegen kann wirklich jeder etwas tun. Bei sich selber und in seinem Umkreis. Wir können anfangen, jegliche Gewalt aus dem Weg zu gehen und ihr mit Liebe entgegentreten und die Würde und die Unversehrtheit jedes Individuums dabei ganz nach oben zu stellen. Und egal wie sehr uns ein Konflikt aufgezwungen wird, sollten wir versuchen, uns nicht darauf einzulassen. Wir müssen offen sein für anstrengende, sich wiederholende Dialoge und Diskussionen mit unseren Mitmenschen. Wir müssen unser Wissen mit ihnen teilen und genauso offen sein, uns und unser Wissen jeden Tag zu hinterfragen. Und wir müssen stets versuchen, die uns umgebende Dunkelheit zu verlassen und den steinigen Weg auf uns nehmen, der aus der Spirale aus Manipulation und Gewaltakzeptanz herausführt. Und auch wenn der Weg lang und sehr mühsam erscheint und wir uns dabei leicht angreifbar machen für unsere Haltung und Meinungen. Aber lasst uns nicht vergessen, wir werden täglich immer mehr und deswegen schon lange nicht mehr allein auf diesem Weg. Ich danke euch. Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass am Freitag einige Aktionen stattgefunden haben, am 3.10. zum Tag der Einheit. Und ja, ich bin dort gewesen, habe mir das mal angeguckt. Es ist einiges durcheinander gekommen. Das sollte man vielleicht auch. Komm ran hier, nimm dir ein Mikro. Sollte man auch vorher noch sagen und wissen, weil da ist auch im Netz ganz schön viel diskutiert worden auf Grundlagen einfach falscher Informationen. Es war so, die Friedensbewegung 2.0, also das ist so eine Mischung, die Laufgruppe und die Alex-Gruppe haben für den Reichstag angemeldet und haben dann auch die Zusage erst bekommen, haben Flyer gedruckt, alles verteilt etc. Und dann ist ihnen aber jemand dazwischen gegrätscht. Also sprich, dann haben sie irgendwie die Meldung bekommen, ihr müsst doch zum Kanzleramt und am Reichstag standen dann nun die, wie nennen die sich? Staatenlosen und Reichsmenschen? Reichsbürger. Reichsbürger, genau. Genau. Wobei man dazu sagen muss, dass das eine Begrifflichkeit ist, die natürlich von den Massenmedien aufdoktriniert ist. Naja, sie nennen sich auch selbst Reichsbürger. Nee. Das sind die ganz krassen, die sich dann sogar krönen lassen. Gut. Okay, also. Okay, dann ist das meine falsche Wahrnehmung. Okay, nur einer hier vorne. Was? Ich habe dich. Okay, ich habe das nicht verstanden. Vielleicht kommst du gleich nochmal her und sagst es mir unter uns ein, weil ich das jetzt nicht den Zusammenhang kriege. Ich habe aber, was meine persönliche Meinung ist, und das ist, möchte ich jetzt ganz direkt nochmal sagen, meine persönliche Meinung. Für mich war es echt schwierig, das anzuschauen, weil dort wehten dann irgendwelche Reichsadlerflaggen, auch mehrere davon, da standen dann Leuten in Camouflage, also Kampfanzügen oder diese Tarnklamotten,
das ist für mich nicht friedlich. Das ist in meinen Augen ganz klar, das ist nicht Fischen am rechten Rand, das ist jetzt schon mit einem Bein mittendrin stehen. Und bei der Ansprache kam dann als erstes, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, das dürfe man ja eigentlich nicht mehr sagen. Ja, lass es doch. Also warum sagst du es dann? Das ist nicht... Genau, das ist schön. Darf ich bitte das meine... Das waren keine Reichsflaggen, sondern waren nicht Bundesstaatenflaggen. Vielleicht da Preußen, Bayern... Von 1800 und... Noch existieren. Ja, ist ja gut. Und nicht mal schlau. Ja. Okay. Also eigene Meinung ist schon schwierig, wenn man die hat, aber ich kann nicht drauf verzichten, es tut mir leid. Möchtest du noch was ergänzen dazu? Viel mehr habe ich dazu, also zu der Veranstaltung jetzt nicht mehr zu sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich fand es ziemlich populistisch. Auch was der Herr Jürgen Elsässer, der bisher in meinen Augen viele gute Dinge gesagt hat, aber er ist wirklich auf diesen Zug aufgesprungen, diesen populistischen Zug, was die deutsche Souveränität betrifft. Aber um das jetzt wirklich nicht zu vermischen, jetzt ganz klar, Jürgen Elsässer war nicht vom Reichstag, war vom Kanzleramt. Okay. Also gut, ja. Wenn du sagst, Reichstag sind wir durch, 13 Uhr Reichstag war dann, 15 Uhr ging es dann vom Bundeskanzleramt los. Da sind auch dann zum Glück wirklich viele hingelaufen, was mich sehr gefreut hat. War schöne Stimmung. Auf jeden Fall. Was ich sehr schade fand, um das mal kurz vorzugreifen, ja, dass sich unser lieber Xavier Naidoo verlaufen hat zu Anfang und auf der falschen Veranstaltung gelandet ist, und zwar vorm Reichstag, genau, da seine Rede gehalten hat und dann erst aufgeklärt wurde, dass doch die Veranstaltung, wo er hin wollte, doch vom Bundeskanzleramt stattfand. Genau. Also soweit ich es gehört habe, hat er sich tatsächlich verlaufen. Wie auch immer, Fakt ist, er hat vor beiden Publikum, Menschen gesprochen und gesungen, gar nicht großartig viel, aber ich mach den, nein, um Gottes Willen, hey, entschuldige, ich erkenne dich gerade nicht, nein, seid mal friedlich, lass mich doch mal, bitte, komm, was Xavier Naidoo gesagt hat, war gut, fand ich gut, es war natürlich diese Staatenlos-Geschichte dabei, aber es war auch ganz viel, wir müssen zusammenstehen, und ich fand es gut, dass er da war. Das hat einfach mal vielleicht der Erste, der jetzt so ein bisschen den Strom startet, dass noch mehrere Leute kommen. Dann mache ich Mikro 1, dann mache ich Mikro 1. Und natürlich, wenn man die Medien verfolgt, dafür natürlich auch gleich wieder sein Ergebnis geliefert bekommt. Was größtenteils meiner Meinung nach wirklich dem geschuldet ist, dass er sich vorher verlaufen hat. Und das Staatenlos-Thema wurde ja auch vom Bundeskanzleramt angesprochen. Und direkt vom Reichstag, ich fand es ehrlich gesagt grenzwertig. Ich finde Leute oder grundsätzlich die Meinung, was deutsche Souveränität betrifft, ja auch richtig. Genau. Aber sie ist nicht zielführend. Mir ist Souveränität des einzelnen Menschen viel wichtiger als eine deutsche Souveränität. Wo eine Souveränität eines Staates anfängt und... Lass mich bitte aufhören. Ihr Lieben, das ist keine Diskussionsrunde hier gerade, sondern hier hielten zwei Leute auf der Bühne eine Rede. Okay, damit geht's erstmal los. Das sind die einfachsten Anstandsregeln und so läuft das halt. Ich sag euch auch warum. Aber ganz kurz, ich wollte dich unterbrechen, weil ich wollte sagen, er hat nämlich sowas von typisch. Ihr Lieben, wir sind der Souverän dieses Landes, okay? Sind wir das? So wollen wir das sein? Okay, dann müssen wir es nutzen. Dann müssen wir auf die Straße unseren Standpunkt vertreten. Das ist die Aufgabe. Wir müssen der Politik sagen, was sie zu tun hat, okay? Aber das können wir nicht hinterm Schreibtisch oder irgendwo, dazu müssen wir auf die Straße unsere Souveränität einfordern oder einsetzen. Ihr Lieben, abgesehen davon sollten wir uns überlegen, was eure Themen angeht, dann müssten wir Japan auf jeden Fall mit ins Boot holen, weil Japan hat auch keinen Friedensvertrag und so lange würde die Feinstaatenklausel der Vereinten Nationen weiter bestehen bleiben. Aber eben, wir haben... Also ich krieg mal kurz rein. Redet doch nicht über das Thema, wenn du keine Ahnung hast. Nochmal, ihr habt recht. Ihr habt recht. Wir haben alle recht. Guck mal, Souveränität bist du selber. Und wir sind das Staatsvolk.
Und wir sind kein Staat, ganz einfach. Ja? Wenn ihr davon nicht genau hundertprozentig Ahnung habt, dann lest das Buch, wer nicht. Okay, tu mir mal einen Gefallen und mach es mal nicht so aggressiv. Mein Freund. Okay. Bevor das jetzt hier wieder ausrastet. Ich persönlich muss Lars da ein Stück weit, sagen wir mal so, ich bin da ein Stück weit anderer Meinung. Ich glaube, Souveränität und Friedensvertrag darf besprochen werden. Es ist ein Punkt auf unserem Weg. Wir können, sagen wir mal so, am Ende muss es so sein. Aber ich finde es nicht wichtig genug, dass wir jetzt darüber ein Fass aufmachen. Weil das ist nur ein Schritt bis dorthin. Genau. Okay. Weil die Problematik liegt doch daran, dass wir von global agierenden Konzernen regiert werden. Und glaubt ihr wirklich, dass global agierende Konzerne eine Souveränität von euch irgendwie akzeptieren? Von Deutschland, von Frankreich, von Polen, von irgendwem? Das ist denen völlig egal. Völlig egal. Eben, hast du ja recht. Ja. Kurzes Beispiel. Wann fing die Thematik Ukraine an? Das war im Februar. Da ging es los. Es hat 9 Monate gedauert und mittlerweile haben wir den Russen wieder als Feind. Was meinst du, wie lange es dauert, bis es Deutschland wieder so geht? Weil Deutschland souverän ist und sein eigenes Ding macht. Ich gebe 9 Monate und du liest in der französischen Presse, in der polnischen Presse oder irgendwo, der böse Deutsche. Ja, da hast du recht. Aber das liegt am Kapital, das liegt nicht an deiner fehlenden Souveränität. Okay, Leute, wisst ihr was? Mir ist das schon wieder viel zu tief drin. Ja. So ähnlich wie am Kanzleramt. Ich fand die Veranstaltung schön, ich fand sie etwas sehr lastig mit dem Thema. Das ist ein Thema von vielen. Wie gesagt, auf dem Weg dorthin sicherlich, aber wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit davon reden. Wir haben ganz andere Probleme. Und da möchte ich vielleicht nochmal darauf hinweisen, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, in Hannover hat ja auch eine Sondermahnwache stattgefunden und dort hat ein Journalist gesprochen. Hat jemand den Namen gerade auf dem Plan? Ich habe ihn aufgeschrieben, aber bis ich das jetzt raus habe. Ich höre euch so schlecht. Genau, Marc, komm mal her, sag's mal selber. Ja, der heißt Marc Bartalmai, der ist der einzige deutsche Journalist dort im Donbass. Wir haben genau. Guckt euch das mal an, sucht das mal bei YouTube. Das ist 40 Minuten. Ich habe nach 10 Minuten Tränen in den Augen gehabt. Also was der erzählt, was dort abgeht und was wir hier nicht erfahren, das ist ja also gegen das, was ich persönlich bei Facebook mitkriege, schon ist das nichts. Kriegt es noch näher und noch mehr und es ist unglaublich, was dort passiert. Und ganz ehrlich, dann sind diese ganzen kleinen Streitereien plötzlich völlig uninteressant. Ja, damit bin ich eigentlich durch. Wir hatten Freitag, also, wie soll ich sagen? Wir haben uns zufällig getroffen, wir hatten sehr anregende Diskussionen, zum Beispiel über das Bankensystem. Oh ja, wir hatten eine schöne Diskussion noch mit den Aluhüten, das war schön. Ja, ganz im Ernst, die möchte ich ganz herzlich grüßen. Wir haben sie einfach angesprochen, sind einfach hingegangen. Die ersten waren auch so ein bisschen, haben das Ganze ins Lächerliche gezogen. Aber das ist ja ihre Schiene auch an der Stelle. Aber es kam dann tatsächlich noch jemand zu uns. Ich habe seinen Namen vergessen. Roland, das war sein Name, genau. Hat er nochmal gesagt, okay, ich stelle mich der Diskussion und im Grunde sind die derselben Meinung. Die haben sogar, die sind auch wach, die wissen auch, was hier passiert. Und zumindest einige. Genau. Aber mal sehen, vielleicht wird daraus noch eine fruchtbare Kommunikation. Also, genau, miteinander reden hilft, übereinander reden ist immer blöd. Allerdings. Okay. Ja, schwierig jetzt, aber die gleiche Situation hatte ich auch in Hannover. Da durfte ich nämlich dann gleich nach Marc und einer anfolgenden Schweigeminute dann das Programm übernehmen. War nicht einfach für mich, weil wie gesagt, also guckt euch das auf jeden Fall auf YouTube an, was der Mann dort schildert. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie gesagt, er stellt diese Informationen, die er sammelt in der Ukraine, zur Verfügung. Die Leute, also er schickt das an die Sender raus und die wollen das Material nicht haben.
Also guckt euch das einfach an, Mahnwache Hannover. Das ist wirklich, ihr werdet staunen, was dort wirklich abgeht. Sobald ich bin, das Echo, das vom Berg bis in die Täler schallt, oder wie die Brandung, wenn sie krachen, auf die Türen breit. Ich wollte mich nie integrieren, denn dann würde ich mich selbst verlieren. Es gibt ja schon genug, die im selben Takt marschieren, will mich artikulieren auf einem höheren Niveau. Der aktives Photon, Poesie in Perfektion. Keine falsche Show, das ist gerappter Whistleblow. Das sind einfach wahre Worte, die ich in die Welt throw. Für die Chicks, für den Bro, Anti-NWO. Für jeden, der sie feiert und das kollektive Wohl. Ich war auch nicht immer so, es hat sich viel getan, ein MC, der informiert statt ein Gangster ohne Plan. Geplanter Größenwahn wie im Irak oder Afghanistan. Und kämpfen viele Taliban, gesponsert von den USA. Auch in die tiefste Finsternis. Meine Reime sind die Munition, die Waffe ist mein Schiff. Ich muss ein bisschen was erzählen. Und wenn ich da ein bisschen mal stottern sollte oder vielleicht mal den Faden verliere, nicht schlimm. Erstens, wir bringen das Licht in die Finsternis. Und ich habe eine kurze Frage. Ein halbes Jahr machen wir das Ganze schon. Und ich denke mal, es gibt ganz viele Menschen, denen das auch ziemlich ans Herz geht. Klar, die ganzen Opfer, Zivilisten, dieses Auf und Ab und vor allem Worte, das ist ein sensibles Thema. Wir sollten aufpassen, wenn wir Worte aussprechen. Und ich will euch mal kurz fragen, wer hat in dieser ganzen Zeit auch mal sehr tiefe Trauer empfunden über das Ganze? Der hebt doch bitte mal die Hand. Danke. Ich will euch nämlich eine kleine Geschichte erzählen. Wer mag, der kann ja dabei die Augen schließen. Und es geht mir darum, an die Menschen zu denken, die einfach hier auf diesem Planeten geboren werden, all das Schöne haben und nicht aussuchen können, in welche Situation sie kommen. Und ich erzähle jetzt über eine Katze. Und zwar geht es um eine Katze, die früher bei Menschen gelebt hat, die wurde ausgesetzt. Sie hatte kein Ohr mehr, ist angefahren worden, hat gehumpelt, sah total entstellt aus, hässlich für andere Menschen. Sie lief immer auf der Straße herum, hat nach Essen gesucht, hat nach Wärme gesucht. Und alle Menschen, die bei ihr vorbeigegangen sind, haben sie weggetreten. Und das hat nämlich jemand aus dem Fenster beobachtet. Hat sie weggetreten, Kinder haben sich über sie lustig gemacht, mit Steinen beworfen. Und dennoch ist sie immer wieder, wenn sie einen Menschen gesehen hat, ist sie zu diesem Menschen gegangen. Und dann war eine Situation, sie ist sogar zu Hunden gegangen und dann waren da zwei Hunde und sie ist sogar zu diesen Hunden gegangen, um Wärme zu bekommen, um Liebe zu bekommen. Und dann haben diese zwei Hunde sie so sehr gebissen, so entstellt, dass sie nur noch am Zappeln war auf der Straße und nicht mehr konnte. Und dann ist der Typ aus dem Fenster, der sie mal beobachtet hat, runtergegangen, hat sie in den Arm genommen und in dem Moment hat sie geschnurrt und hat ihn in die Augen gesehen und hat zum ersten Mal Liebe bekommen. Und in dem Moment ist sie gestorben und es ist wirklich eine wahre Geschichte und ich denke mir so, ich denke mir nämlich heute, als ich im Bus war und ich sehe müde Menschen und mich selbst. Und irgendwie hatte ich das Bedürfnis, der Mensch, der neben mir war, einfach meinen Kopf auf seine Schulter zu legen. Wenn wir so eine Gesellschaft hätten, in der ich in den Bus steige und jeder ist mein Nächster und ich lege einfach meinen Kopf auf seine Schulter. Und wir verstehen uns einfach. Und das wollte ich dazu sagen, dass wir auf jeden Fall nicht vergessen. Wir können so viel Schönes... Ja, das meinte ich mit, ich kann ja auch mal den Faden verlieren. Das wollte ich auf jeden Fall mitgeben. Und vor allem, wenn wir zur Ruhe kommen wollen, das habe ich am Wochenende gemacht. Die Augen schließen, sich all das, was los ist, als Wellen vorzustellen, als Riesenwellen, als Sturm und zu versuchen, diesen Sturm zu legen und den einfach nur zu klarem Wasser werden zu lassen. Und achtet bitte auf eure Worte und wenn wir vielleicht die Diskussion haben oder so, dann schlagt so vor, dass sie vielleicht an den Rand gehen und untereinander reden, weil jeder hat eine andere Meinung. Danke. Wie gesagt, außer jemand von euch möchte zum Beispiel mit mir einen Dialog führen, einen friedlichen und liebevollen Dialog, auch über jedes kontroverse Thema bitte, solange man sich... Was willst du denn sagen? Also, das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, für uns zu glauben, wer glaubt doch an irgendwas,
Kein Mensch glaubt noch was. Geld ist der Vorrang. Geld, Geld. Ich glaube, ich kann mehr Geld verdienen. Geld ist die neue Religion des 21. Jahrhunderts. Und ich würde mich echt freuen, wenn Empathie die Religion des 21. Jahrhunderts wird, ihr Lieben. Empathie ist der Schlüssel zu all unseren Problemen. Deswegen stehen wir hier, voll toll. Das passt doch. Das hat mich sehr gefreut. Mich auch, mein Lieber. Vielen herzlichen Dank. Da geht es dann auch gleich weiter, dass wir nicht immer mit unserem Gegenüber einer Meinung sein müssen. Ich finde es sogar zwingend notwendig, unterschiedlicher Meinung zu sein, weil nur so passiert Entwicklung. Und nur durch Konflikt in Form von Diskussion entstehen neue Lösungen und neue Ansätze. Also es ist zwingend erforderlich, unterschiedlicher Meinung zu sein, differenzierte Standpunkte einzunehmen. Das ändert nicht die Sache, dass man gemeinsam für Frieden auf der Straße stehen kann. Man kann hier stehen und sagen, okay, mein Thema ist Souveränität. Okay, der Nächste steht hier und sagt, mein Thema sind Zentralbanken. Es geht gar nicht darum, was zwangsläufig hier vorne gesagt wird. Es geht darum, auf der Straße einen Standpunkt einzunehmen. Ich stand doch auch da, ohne dass irgendjemand was erzählt hat. Das müsst ihr machen. Ihr müsst auf die Straße gehen, ohne dass irgendjemand was sagt und euren eigenen Standpunkt einnehmen. Wenn denn hier vorne ein Thema behandelt wird, ist das gut. Das sorgt für Aufmerksamkeit. Aber am Ende werden, wenn wir es mal schaffen, diesen tödlichen Kapitalismus zu überwinden, in dem wir festhängen, dann werden alle Probleme gelöst werden. Alle Fragwürdigkeiten auf dem Planeten, ob es Trades gibt oder Souveränität von Staaten und so weiter und so fort. Es ist alles das Problem dieses Kapitalismus, dieser Zentralbanken, der privaten Zentralbanken, die Kontrolle über die Länder dieses Planeten übernehmen. Da liegt das Problem, das ist die Wurzel, das ist der Ursprung der Problematik und alles andere sind Blätter und ich möchte mal die Wurzel rangehen. Dafür stehen wir hier auf der Straße. Weil es bringt einem souveränen Staat nichts, wenn er weiterhin eine private Zentralbank hat, die ihm sagt, was er zu tun hat. Ihr müsst wirklich verstehen, ihr Lieben, private Banken leihen Staaten Geld, Staaten müssen das gegen Zinsen zurückzahlen, die Zinsen bekommen sie nur von den Bürgern. Das ist ein ganz, ganz cleveres Ponzi-Schema. Das ist eine Sache, die kann man mal googeln, ihr Lieben. Googelt mal Ponzi-Schema, dann ist es ziemlich erschreckend. Auf Deutsch ist es so eine Art Schneeballsystem. Und nichts anderes ist dieses Zentralbankensystem mit dem Zinseszins. Und dann kommen noch ganz viele andere Probleme durch Monopole und sowas. Aber egal, ihr Lieben, ich würde sagen, du wolltest was sagen, komm ran hier. Mikro, ja, wie das geht. Ja, ich habe heute ganz viel telefoniert und Zeitung gelesen, die neuesten. In Thüringen diskutieren sie ja jetzt, die Grünen wollen unbedingt, dass die Vokabel Unrechtsregime mit reinkommt in die Präambel. Und die Linken, die wollen das nicht. Und ich habe jetzt angerufen, auch hier bei dem linken Fraktionsbüro, Bundesfraktionsbüro, und habe gesagt, ich bin Beamtin und Lehrerin und ich bin vereidigt auf Demokratie und Gemeinwohl und ich darf Kapitalismus gar nicht lassen. Und ich finde, Kapitalismus ist auch ein Unrechtsregime. Und ich, und jetzt habe ich das denen in Thüringen gesagt und am Mittwoch will einer mich dann zurückrufen und ich habe das auch dem SPD-Büro gesagt, von den Grünen habe ich da noch keinen in Thüringen erwischt. Aber ich möchte, ich habe denen gesagt, hebt doch mal die Diskussion über ein Unrechtsregime auf die UNO-Ebene. Wir haben jetzt die UNO-Genossenschaftsdekade, mein Workshop Geld und, Form, und Volkswirtschaft, das habe ich ja hier schon mal ausgegeben. Das liegt jetzt schon vor, Schäuble hat das auch. Und ich finde, solange die Arm-Reich-Schere immer weiter auseinandergeht, ist ja bestätigt in der Lindauer-Konferenz mit den Wirtschaftsnobelpreisträgern, wo die Merkel gesagt hat, könnten Sie nicht mal zugeben, ob Ihre Modelle falsch sind? Ja? Das war dauernd über Gerechtigkeit. So, und ich empfinde eben als Lehrerin, Kapitalismus ist ein Unrechtsregime, das darf ich nicht laufen lassen. Und das wollen, ich hoffe, dass die das jetzt in die Koalitionsverhandlungen mit aufnehmen. Ja, okay, mal gucken, ob es läuft. Morgen in der Welt habe ich es gelesen und dann morgen werde ich die Welt noch anrufen. Mal sehen, okay. Punkte. Und da möchte ich mal kurz ein paar aufklärende Worte sagen zu diesem immer wieder genannten Begriff der Souveränität.
Ja, wir müssen zwei Souveräne unterscheiden. Es gibt zwei Souveräne. Und in dem von Lars charakterisierten Bildungsbereich, nicht? Er hat eben gesagt, wir sind doch der Souverän. Lars, ist ein bisschen verwirrend, weil in diesem Kultur-, in diesem Aufklärungsbereich, da ist eigentlich gar kein Wir. Da muss jeder aus seiner Erkenntnis seine Erkenntnis der Welt vorstellen. Eine lebendige Kultur lebt ausschließlich dadurch, dass inspirierte Persönlichkeiten ihre Sicht auf die Dinge kundtun können und dass dafür Plattformen da sind, dass sie das können. Versteht ihr? Der Souverän im Kulturbereich für eine lebendige Kultur ist der einzelne Mensch. Das heißt, dass alle Programmatik aus diesem Bereich zu verschwinden hat. Wer die Kultur demokratisieren will, zerstört die Kultur. Denn Demokratie in der Kultur heißt, dass das einzelne Individuum sich nach einem Programm zu richten hat. Und damit wird der einzelne Mensch zu einem Funktionär eines Programms. Das ist Staatskultur, das haben wir. Als ich meine Rede gehalten habe im Mai, da habe ich gesagt, und das kann ich ja wiederholen, ich verstehe einfach nicht, wie es sein kann, wie ein mittlerweile 35-jähriger Fallschirmspringer ein paar Bücher liest und so schockiert ist, dass er eben so eine Bewegung lostritt. Das verstehe ich deshalb nicht. Ich wiederhole mich, aber ich sage es nochmal. Das habe ich nicht verstanden und das verstehe ich immer noch nicht, weil wir Universitäten haben, die Millionen bekommen, mit Professoren, die das Geld bekommen, um ihr Wissen zu steigern. Und nichts hört man von diesen Menschen. Nichts. So. Und wenn Millionen und hunderte Millionen über Jahrzehnte an Steuergeldern in solche Institute gesteckt werden und keinerlei kritisches Potenzial aufgebaut wird, dann muss man irgendwann verstehen, dass Programmatiken und saturierte Professoren nichts, aber auch gar nichts dazu beitragen, dass sich irgendeine Kultur entwickelt, die die Menschheit vorwärts bringt. Ja, und so ist es eben auch mit den Studenten. Mir ist mal aufgefallen, ja, mir ist aufgefallen, dass 68 die Studenten auf der Straße waren wegen des Vietnamkriegs. Ja, aber diese Studenten damals, die hatten autoritäre Väter, die hatten zum Teil Kriegserfahrung, 50er Jahre, ja, die hatten autoritäre Eltern, die hatten die Professoren mit dem Muff unter den Altaren, wie es so schön hieß, aber eigentümlicherweise hatten diese Studenten Power. Die hatten Power und standen auf der Straße. Es ist doch eigentümlich, dass jetzt die heutige Generation mit den Eltern, lass uns mal reden, ja, wir wollen mal reden mit den kleinen Kindern, man ist nicht mehr so streng, mit dem tollen, liberalen, gesellschaftlichen, dass diese Generation, die in dieses Bachelor-System eingepfercht ist, viel schlimmer dran ist, als die unter der autoritären Knute der 50er Jahre standen. Viel schlimmer, viel tiefliegender, lahmgelegt in ihren Willenskräften. So, also, jetzt halte ich meine Rede von Mai nochmal, aber das kann ja vielleicht nicht schaden. Also, ich möchte euch einfach darauf aufmerksam machen, wie dringend notwendig ist, dass wir uns autonom machen von dieser Ausbildungsmaschine, die die Menschen lähmt und paralysiert, dass sie ihr Denken nicht mehr als ihr eigenes Produkt erleben.
Die Urproduktion des menschlichen X ist das Denken und das wird durch die Universitäten der Menschen abgenommen. Er erlebt es als entfremdetes Pflichtprogramm. So, also das wiederhole ich hier gerne nochmal, dass dieser Punkt viel zu wenig beachtet ist und man sagt, wir brauchen ein besseres Bildungssystem. Und dann sage ich an der Stelle, nein, wir brauchen überhaupt kein System. Wir brauchen die Kraft von Individuen, der Gedanke, dass man in der Bildung ein System einrichtet, wieder Programme über Individuen stülpt, ist der Grundfehler in diesem Bereich, ist die Demokratisierung der Kultur. Das muss aufhören. So, das wollte ich nur sagen, das ist der eine Souveränitätsbegriff. In der Kultur, in der Aufklärung muss immer mehr die Kraft des Individuums in Erscheinung treten können und das dadurch, dass da eben Möglichkeiten bestehen. Ich habe die These, macht eure Wohnzimmer zu Hörsälen, ladet Menschen ein. Man müsste eigentlich eine Internetseite machen, wo solche Dinge irgendwie publik gemacht werden. Also die Souveränität des Einzelnen. Und nur ganz kurz, im Rechtsbereich, in dem Bereich, wo verbindliche Gesetze beschlossen werden, die ja dann schließlich alle betreffen, in diesem Bereich sind wir alle zusammen der Souverän. Das ist ein anderer Souverän. Wir alle zusammen der demokratische Souverän. Da gehört die Demokratie hin, am besten auch mit der Möglichkeit der dreistufigen Volksgesetzgebung. Selbstverständlich mit der Diskussion, dass aus der Mitte der Bevölkerung auch Gesetzesvorlagen gemacht werden können. Also, dieser Souverän sind wir alle zusammen, die Bevölkerung im Rechtsbereich. Also da bitte ich euch mal, diese beiden Souveräne deutlich zu unterscheiden. Also einmal, dass alle entscheiden können im Rechtsbereich und in der Kultur der einzelne Menschen, nur einzelne Menschen, dadurch bekommt die Kultur Farbe. Und da soll auch gestritten werden, aber das ist das Freiheitsfeld. So, also jetzt, das war jetzt mein kleiner spontaner Beitrag und vielleicht hat das ein bisschen zur Begriffsklärung beigetragen. Schönen Abend euch noch. Ja, vielen lieben Dank. Das ist wieder so ein bisschen, er hat es angesprochen, Demokratie. Das ist so ein bisschen wieder, da ist Utopie gefragt. Will ich überhaupt Demokratie? Oh, was sagt er jetzt? Demokratie ist immer die Entscheidung einer Mehrheit auf dem Rücken einer Minderheit. Das bedeutet heutzutage parlamentarische Demokratie. Egal wie diese Mehrheit beschaffen ist, meistens durch Manipulation, Vereinsmeierei, irgendwie so auf jeden Fall. Nicht auf einer fairen demokratischen Basis. Vielleicht wäre ja ein System viel humanistischer, in dem es um Konsens geht, in dem sich die Politiker einigen müssen für ein, also beziehungsweise ein Punkt wird zur Tagesordnung gebracht, die das Volk, der das Volk betrifft. Und solange die Politiker nicht einstimmig dahinter stehen, wird ein Gesetz zum Beispiel nicht verabschiedet oder wird, keine Ahnung, ein Krieg nicht angefangen. Das wäre doch mal was, wenn Krieg einstimmig beschlossen werden müsste. Ich glaube, dann wäre es schon sehr viel schwieriger, Krieg zu führen, oder? Also daher, vielleicht mal überlegen, die Utopie, die Demokratie, so wie wir kennen, funktioniert ja anscheinend nicht wirklich. Bürgerinteressen werden nicht wirklich wahrgenommen. Was wäre denn ein alternatives Konzept, vielleicht eine Art der Konsensgemeinschaft aus der Mitte des Landes heraus, natürlich so wie die Demokratie dann angedacht war, halt auch, dass wir Entwürfe uns so einbringen können, aber vielleicht nicht auf demokratischer Ebene, sondern eher konsensorientiert. Ihr Lieben, ich glaube, wir haben wir noch, du wolltest, ich meine, ich sag's auch nochmal, es sollte niemals ein Verbot geben für irgendwelche Themen hier auf der Bühne.
Das Einzige, was wir gesagt haben, ist, wenn wir uns nach außen positionieren wollen und von den Medien und der Öffentlichkeit in einer anständigen Art und Weise wahrgenommen werden wollen, müssen wir ein Profil entwickeln, müssen wir ein paar Punkte ansprechen, die auch über die deutschen Grenzen hinaus anerkannt werden können, verstanden werden können. Und deswegen haben wir uns auf diese Punkte geeinigt, die diese Bewegung als Ziel verfolgt. Das heißt niemals, dass wir irgendwelche Ideen oder irgendwelche Themen von der Bühne verbannen wollten. Es geht nur darum, dass es halt nicht zu einer Bewegung wird, die nur über die deutsche Souveränität spricht, so wie es von einigen gewünscht wird, die seit Wochen halt so einen Druck aufbauen, dass nur dieses Thema behandelt wird. Nein, es ist ein Thema von vielen und zum Beispiel auch der Friedensvertrag kann thematisiert werden. Wir fordern als Bewegung die Umsetzung der Vereinten Nationen der Menschenrechte, also der Charta der Menschenrechte. Man kann von den Vereinten Nationen halten, was man will. In meinen Augen ist das lediglich das legitimierende Organ, was den Zentralbanken die Möglichkeit gibt, das Militär der Welt in den Krieg zu schicken. Also bei der NATO ist überhaupt nichts demokratisch oder sozial oder irgendwie humanistisch. Das ist mal ganz klar. Aber die Charta der Menschenrechte ist das einzig Gute, was die NATO jemals auf die Beine gestellt hat. Und dann sage ich doch mal, lasst uns das umsetzen, weil dann haben wir Friedensverträge für jeden Menschen auf dem Planeten. Feierabend. So einfach ist das. Das Gesetz gibt's, also umsetzen. Ja, dann der Reihe nach. Dann kommt danach erst die Dame und dann kannst du von mir aus gerne was sagen. Also wie gesagt, das ist das Ziel der Bewegung. Zum Beispiel die Umsetzung der Menschenrechte, die Abschaffung der privaten Zentralbanken, die Überwindung des Fiat Money oder des Giralgeldschöpfung und des Zinseszins. So, das sind Sachen, da kann sich die ganze Welt was drunter vorstellen. Und deswegen haben wir auch Mahnwachen in Kanada, in Amerika, in Spanien, in Österreich, in der Schweiz, weil es halt nicht ein rein deutsches Problem ist, in dem wir hier festhängen, sondern doch ein echt globales Ding ist. Und deswegen brauchen wir auch endlich mal globale Lösungen. Wir haben Friedensbewegungen gehabt, die haben es Jahrzehnte, Jahrhunderte lang auf lokaler Ebene versucht. Das funktioniert nicht, genauso wie nationale Politik auch selten langfristig funktioniert hat, meistens nur ein paar Jahre, dann ist das wieder in die Hose gegangen. Es geht um ganz neue Ansätze, die wir mal versuchen wollen und deswegen müssen wir eine große Gemeinschaft werden, weil wir sind die neue Gesellschaft, die sich entwickeln kann. Es geht gar nicht darum, da außen großartig was zu ändern, sondern es geht darum, von innen, von der Basis der Bevölkerung eine neue Gesellschaft zu schaffen, in der mehr humanistische Ansätze sind, dass wir denn sozusagen irgendwann die Mehrheit sind und das andere System sozusagen obsolet wird. Das ist der Plan. Nichts stürmen und übernehmen, sondern einfach neu aufbauen und zeigen, dass es anders und besser geht. So, ihr Lieben, jetzt haben wir gerade zwei Leute, die über Souveränität reden wollen. Warte mal kurz. Guten Abend. Mein Name ist Loni Ackermann. Ich bin jemand, der 25 Jahre in der heute so gescholtenen Sozialdemokratischen Partei mitgewirkt hat, gekämpft hat bis zu Mandaten. Und ich kann sagen, dass in dieser großen Partei, die zu Willy Brandts Zeiten 1 Million Mitglieder hatte, man sehr um demokratische Verhaltensweisen, Strukturen und Ziele gekämpft und gestritten hat. Und jetzt einfach zu sagen, wir müssen was ganz Neues erfinden. Ich denke, wir müssen erstmal die Menschen so wahrnehmen, wie sie sind. Und dafür gibt es schon Jahrtausende lang Erfahrungen. Es ist schön, dass so illusionäre Gedanken hier entwickelt werden. Ich warne davor, sich sehr hineinzusteigern. Wir müssen auf dem Boden bleiben und wir müssen erstmal regional etwas erreichen. Und dramatisch ist, dass die unheimlichen Mengen Friedensbewegungen und Friedensinitiativen und Friedenskoordinationen in der Bundesrepublik nicht zusammenfinden und nicht eine Riesenkraft sind, wie es 1983 mal war und wie es 1968 mal war. Und meine Ursache liegt einfach darin, dass die jungen Leute heute nicht mehr ihr Gehirn beschäftigen, sondern Powershopping machen. Dass sie
Man hat sie zugeworfen mit buntem Zeug, mit Ideen. Man hat sie vollgestopft mit allem möglichen Zeug. Und Politik ist nicht interessant. Das ist kein Gag. Ach, müssen wir jetzt schon wieder ein Flugblatt formulieren? Ich habe auch 11 Jahre bei ATTAC gekämpft hier in Berlin. Und wir haben händeringend versucht, eine Basisbewegung zu schaffen, damals mit Montagsdemos gegen die Agenda 2010. Die sind kläglich eingegangen. Also es ist sehr, sehr schwer, Basisarbeiten in dieser völlig still, politisch stillgelegten deutschen Gesellschaft zu machen. Ich möchte noch 2 Nachrichten bekannt geben, nämlich am 11. Oktober gibt es europaweit große örtliche Demonstrationen gegen TTIP. Ich hoffe, es ist bekannt, dass dieses Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten und CETA, was schon mit Kanada unterschriftsreif ist, in Wirklichkeit aber doch bis zur Ratifizierung wohl noch 2 Jahre dauern wird. Auf jeden Fall, diese Abkommen unterminieren jedes demokratische Wesen und führen uns direkt in diktaturähnliche Zustände. Also der 11. Oktober ist offenbar der Termin, wo wir auf die Straßen in der Europäischen Union müssen. Die 2. Nachricht, die ich verkünden möchte, stand in der letzten Woche in der Berliner Zeitung mit der Überschrift US-amerikanische Kontrollen an deutschen Flughäfen. Hallo, ist der Heimatschutz jetzt im Begriff, auf deutsche Flughäfen zu übergreifen, also da seine Rechte auszuüben? Ist es so, dass die Souveränität der Bundesrepublik Deutschland überhaupt gar nicht existiert, sondern nach wie vor das Besatzungsstatut oder was? Der Hammer ist nämlich, dass diese Anfragen offiziell aus den USA an das Innenministerium gekommen sind. Also was ist los, bitte? Dankeschön. Ja, lass mich kurz abstimmen dazu. Da stellt man sich natürlich auch die Frage, wieso können die uns einfach so abhören, ne? Ich meine, okay, wie gesagt, ich streite nie, dass da möglicherweise irgendwelche gesetzlichen Probleme vorliegen, die geklärt werden müssten. Aber es ändert nichts daran, dass trotzdem 95% der Welt unter dem Kapitalismus leiden, den wir haben. Das ändert nichts daran, dass in Afrika weiter Kinder sterben, weil Wasser privatisiert wird. Das ändert nichts daran, dass Portugal oder wie gesagt Spanien die Leute draufgehen wegen diesem Wirtschaftssystem, was wir haben. Und wie gesagt, ich stehe halt nicht für Deutschland hier. Ich würde mich ein bisschen schämen, Friedensverträge zu fordern, während wir machen können, was wir wollen, während in der Ukraine oder in China Menschen und Kinder sterben, Mann. Das ist das Problem. Ansonsten, ich sag öfter mal, die Medien sind doof oder Politiker sind doof. Verallgemeinerungen sind total blöd. Weil die Jugend, die hier steht, das ist die geile Jugend. Die ist nicht geblendet, wie du es gesagt hast. Ne? Es gibt halt doch eine ganz, ganz große Anzahl an Jugendlichen, die nicht so systemüberstirbt sind. Und die gehen hier auf die Straße und die nehmen ihren Standpunkt ein. Das finde ich super. So, mein Lieber, warte mal kurz. Wir haben ja um 20 Uhr unsere Schweigeminute, die wir auch auf jeden Fall... Reichen dir 5 Minuten? Ja? Dann geh hier... So, hallo, mein Name ist Kotsch, Bernhard Weth Kotsch. Ich habe eine Frage an den Lars. Lars, du hast hier vorhin gesagt, es soll kein Thema ausgeschlossen werden. Ist das richtig? Jetzt habe ich dir aber vor einiger Zeit ein Thema angeboten, das hast du sehr wohl ausgeschlossen. Und zwar ging das um den Einfluss der Juden auf unseren Weltfrieden, auf unsere gesamte Weltwirtschaft und alles, was damit zu tun hat. Und ich habe dir dazu auch ein paar Dateien gegeben. Ah,
gesagt. Also wie gesagt, das hat auch nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun, mein Lieber. Es ist ganz, ey, nein, es ist keine Zensur. Wir könnten, ja, ey, Christian, mein Lieber, sehr, ganz kurz, lass mich mal sagen. Es ist halt kein Problem einer Religion. Es ist halt kein Problem irgendeiner Personengruppe. Es ist ein Problem von einem Konsortium von Idioten auf diesem Planeten, die hier machen, was sie wollen, okay? Und das ist unabhängig von Religion oder von Nation, okay, ihr Lieben? Das ist Genau, ich sage auch noch was dazu. Als allererstes sind wir alles Menschen und es ist mir völlig egal, welche Religion ihr habt. Und ganz ehrlich, wenn du so anfängst, ist das Gespräch eigentlich schon beendet, weil dann, nee, geht nicht. Wir können über individuelle Arschlöcher sprechen. Wir können über die Banker sprechen, die sich bereichern. Und das meine ich mit beileibe nicht alle. Aber wir können nicht darüber sprechen, der ist weiß, der ist schwul, der ist Frau, der ist Jude. Das geht nicht. Und das ist der spirituelle Bewusstseinswandel, den wir alle und wir alle durchmachen müssen, um in einer friedlichen Welt zu leben. Versteht ihr? Mit dem Gedankengut ist Frieden nicht herzustellen. Wir müssen uns alle so krass ändern, unsere Gedankengänge so krass kontrollieren und an uns arbeiten. Dann können wir Frieden da draußen herstellen. Du stellst keinen Frieden da draußen her, du stellst Frieden in dir her und der geht denn nach draußen, ihr Lieben. Und das machst du jeden Tag und nur im Hier und Jetzt kannst du deine Aktion bestimmen und dadurch die richtige Entscheidung treffen. Du kannst die Zukunft gar nicht ändern, du kannst deine Entscheidungen im Hier und Jetzt beeinflussen und trefft einfach die richtigen Entscheidungen, ihr Lieben. Keine Menschengruppe ist schuld an irgendwas. Hört auf, Feindbilder aufzubauen. Hört auf, Schuldige zu suchen. Das ist nicht der Weg. Es geht auch nicht um Bestrafung. Es geht nicht um Vertreibung der Politiker aus dem Kanzleramt. Das ist alles nicht der Weg. Das haben wir schon oft versucht auf dem Planeten. Gewalt jeder Art erzeugt Gegengewalt. Lasst es uns doch einfach mal mit kollektiver Liebe versuchen, als immer mit Aggression und Gewalt und Verurteilung und Schuldzuweisung und dem ganzen Scheiß. Dafür stehe ich nicht hier. Ja, wie gesagt, ich sage auch noch einen ganz persönlichen Satz, einer meiner besten Freunde ist Jude und das hat überhaupt nichts damit zu tun. Wie gesagt, lasst die Religion aus dem Spiel, lasst die Nationalitäten aus dem Spiel. Ein Satz, ganz kurz. Ja, einen Satz möchte ich sagen. Die Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg haben einen Whistleblower in unserer Reihe, der eigentlich für die ganze Menschheit steht. Der hat nämlich unter Lebensgefahr hat er eine Granate aus dem Irak mitgebracht, sie an drei Instituten, unter anderem im Helmholtz-Institut, untersuchen lassen. Und das hat ergeben, dass diese Depleted Uranium die neuen atomaren Waffen sind, die in Kriegsgebieten eingesetzt werden. Und dafür sollte er 1999 in die Psychiatrie kommen. Und ich habe ihm das Leben gerettet im Namen von unserer Gruppe, indem wir alle Friedensgruppen aufgerufen haben, was die Polizei mit ihm vorhat und die Regierung in diesem Lande. Deswegen verwehre ich mich dagegen, hier von irgendwelchen Juden oder was weiß ich auszugehen. Man muss, wenn allenfalls, diejenigen anklagen, die an der Spitze der israelischen Regierung jetzt stehen, nicht Israel oder Juden oder was weiß ich, nichts anderes. Abgesehen davon gehen die Juden in Israel auch auf die Straße und haben die Schnauze voll von ihrer imperialistischen Politik. Das muss man einfach mal sehen, ihr Lieben. So, kommt jetzt schnell zusammen hier. Wir machen unsere Schweigeminute wie jeden Montag um 20 Uhr. Ihr Lieben, ich hätte eine Bitte. Wir haben hier intern drüber gesprochen. Es wird oft nach der Schweigeminute applaudiert. Ich finde das auch eigentlich okay, weil man sich vielleicht befreit fühlt oder die Stimmung genossen hat. Es gibt viele Leute, die da vielleicht aber auch wirklich traurige Gedanken haben. Also lasst uns vielleicht lieber eine anderthalbminütige Schweigeminute machen, dafür aber ohne Beifall danach. Und dann gehen wir alle wieder zurück an unsere Plätze und dann starten wir von neuem. Ihr Lieben, also lasst uns... Hi Leute, schön in die gemütliche Runde hier zu sein, heute an unserem Platz hier, Washingtoner Platz. Ja, ich greife den Faden einfach kurz auf, weil das ja zurzeit ein bisschen stärker kursiert, dass die Leute mit ihren Themen sich verzetteln. Also, dass zum Beispiel dann sowas passiert, wie so kleine Szenchen, wie wir sie vorhin hatten.
und dann so wild im Verteidigungsmodus von denjenigen, die ihr Thema nicht unterbringen können, dann so mit, oh was, ihr zensiert jetzt also doch, wir zensieren natürlich nichts. Aber im gewissen Rahmen gibt es immer gewisse Grenzen und so ein Rahmen wie so eine Mahnwache zum Beispiel, der hat ja nun mal eine bestimmte Struktur und da passen bestimmte Themen hin und bestimmte Themen nicht. Und die Hauptschnittmenge, warum wir hier sind, ist ja wegen dem Weltfrieden oder wegen der Problematik in der Ukraine, dass wir das nicht mögen, wenn die da Krieg machen. Und da brauchen wir nicht ins 20. Jahrhundert zurückgehen, über irgendwelche Staatsgrenzen reden oder über irgendwelche Nationalitäten, weil alle diese Dinge sind längst hinfällig mit unserem Auftreten hier. Weil wir ja genau über solche Dinge hinausgehen und einfach den Menschen als Sache dahinter, hinter diesen ganzen Labels erkennen und dann eben auch Leute, die in der Ukraine wohnen, unsere Leute sind und wir dann was dagegen haben. Und da wollen wir keiner kommen mit so schlecht begründeten geschichtlichen Halbwissen und mit irgendwelchen bla bla bla. Ich benutze jetzt bewusst nicht die Worte, weil ich diese Debatten nicht anfeuern kann. Aber diejenigen wissen sicher, was ich meine, wenn ich sage, dass ich auf Grenzlinien scheiße, auf irgendwelche etwaigen Fantasie-Staatsgrenzen, weil es eben weitaus authentischere und dringlichere Herausforderungen gibt. Nur darum geht's. Das ist also keine Zensur, sondern das ist einfach eine Konzentration auf die wichtigen Themen. Die Bundeswehr, das haben wir, glaube ich, alle mitgekriegt, dass es der Bundeswehr momentan ganz schlecht geht. Die Bundeswehr braucht Geld. Einmal Mitleid. Ich glaube auch nicht, dass die Geld brauchen, aber die wollen es. Und da stellen sie dann urplötzlich fest, und das wird durch sämtliche Nachrichtenblöcke durchgejagt, dass das Militär plötzlich ganz schlechte Technik hat und dass da unbedingt investiert und aufgerüstet werden muss. Dazu passt ins Konzept, dass gerade eine 200 Soldaten starke Eingreiftruppe in die Ostukraine geschickt wird. Und dazu, für die Ostukraine, brauchen wir auch Drohnen zur Überwachung. Hongkong ist ein interessantes Thema, nennen wir es die Ostversion der Ukraine, die Ukraine vor der chinesischen Haustür. Für mich ist das ungefähr dasselbe. Ich habe das Gefühl, dass die USA und oder der Westen sich in der Ukraine zuletzt zurückgezogen hat. Da ist nicht mehr so viel passiert. Die MH17-Geschichte hat nicht funktioniert. Dann gab es Ende August in der Ostukraine auch militärische Niederlagen des ukrainischen Militärs gegenüber den Separatisten. Und da haben sie irgendwie so ein bisschen die Lust verloren, genauso wie sie letztes Jahr im August ja eigentlich einen Syrienkrieg anfangen wollten und den dann doch nicht durchgekriegt haben. So scheint mir die Situation in der Ukraine momentan. Da läuft es nicht richtig mehr. Und plopp, Hongkong. Da geht's los, da sind Studentenproteste, die bei uns in den Medien ganz groß berichtet werden. Das ist ja immer das Wichtige. Was soll ich davon halten? Soll ich sagen, die Studenten sind alle gekauft? Nein, das glaube ich nicht. Ich stelle aber fest, dass die Proteste bei uns riesengroß berichtet werden. Das erinnert mich auch an die Türkei. Da hat es Proteste gegeben, die dann plötzlich bei uns ganz groß berichtet worden sind. Da hat es dann auch Angriffe auf Aktivisten gegeben. So, der schwarze Block hat zugeschlagen. Allerdings irgendwie eine 30 Leute große Gruppe, die hat da richtig Terror gemacht und auf Demonstranten eingeprügelt. Ich entziehe mich da der Bewertung, dass die Chinesen eine gute oder böse Macht sind, aber ich stelle fest, das ist eine Gemengelage, wo ich nicht so ohne weiteres protestieren würde, wo ich es schwierig finde, wenn man sich gegen die öffentliche Ordnung stellt, ob man sich dann einfach nur in den Dienst von irgendwelchen westlichen Finanzmächten stellt. Ich wüsste da nicht genau, ob ich mitprotestieren würde. Ich glaube, die meisten Demonstranten, die da tatsächlich auf der Straße sind, die wollen mehr Demokratie. Das ist im Grunde genommen vernünftig. Da wurde in Hongkong soll es nächstes Jahr Präsidentschaftswahlen geben und die Präsidentschaftskandidaten wurden ähnlich wie im Iran vorselektiert. Das heißt, die chinesische Führung hat bei der Auswahl der Hongkong-Präsidentschaftskandidaten die Finger im Spiel gehabt und dagegen sollen die Proteste gewesen sein. Ich weiß nicht genau, ob das so einen großen Unterschied macht, ob man die Präsidentschaftskandidaten wie im Westen vom Kapital auswählen lässt oder wie im Osten eben von einem Politbüro. Deshalb hätte ich das Skepsis, ob ich da ohne weiteres mich so einem Demonstrationszug anschließe, weil ich glaube, dass
das ist ein Unterschied wie Steinbrück und Merkel, so ein bisschen. Also, es gibt ja immer mal Umfragen, da ist dann spannend, wer die Umfrage ausrichtet, und wir kennen das, es ist auch nachvollziehbar, dass bei manchen Umfragen das Ergebnis schon feststeht, bei solchen Online-Umfragen, die meine ich. Und dann gibt es auch Umfragen, da hat derjenige, der sie zensieren soll und der die Punktzahlen ein bisschen gerade rücken soll, der passt nicht auf oder der will nicht aufpassen. Und dann kommt da, dann habe ich das Gefühl, bei solchen, dann kommt eine Umfrage dabei raus, die ich ernst nehmen kann. So haben zum Beispiel 80% der Teilnehmer bei T-Online gesagt, dass sie gegenwärtig für eine Abkehr von den USA sind. Dass sie finden, dass die USA zu viel Macht in Deutschland hat. Ebenso eine Umfrage, ich glaube, die lief auch bei T-Online. Warum ausgerechnet bei denen? In der Vorwoche, da wurde die Frage gestellt, ob Joachim Gauck eine zweite Amtszeit haben soll. Und es war ungefähr auch 80% dagegen. Ich meine sogar, ich habe eine 90%ige gesehen. Ein bisschen Personalpolitik. Der nächste Präsident der Vereinigten Staaten hat den Nachnamen Bush oder Clinton. Der Vorname hat sich auf Jeb Bush geändert und Hillary tritt wieder für die Demokraten an. Also es wäre nicht überraschend, wenn wir als nächsten Präsidenten wieder jemanden von diesen Dynastien bekommen. China hat auch eine Weltneuheit gemacht und hat zum ersten Mal in der Geschichte Chinas ein Kriegsschiff im Persischen Golf, also vor der Küste Irans, stationiert. Das ist wirklich in der Geschichte der Menschheit noch nicht vorgekommen, dass China sich dort, die USA machen das ja an allen möglichen Orten, China fängt jetzt damit an, sich dort zu positionieren. Wo wir bei der Obama-Regierung sind, Joe Biden, der Vizepräsident, hat gestern oder heute offen zugegeben, dass seine Regierung die Euro-Länder gezwungen hat, russische Sanktionen durchzusetzen. Wir wissen alle, dass die Sanktionen, die Europa gegen Russland ausführt, Europa schaden und Amerika nützen. Und das wäre ohne politischen Druck der USA sicherlich nicht möglich gewesen, denn denen nützt es uns, schadet es. Ja, noch eine schlechte Nachricht. Die EU-Kommission hat heute mit den Unterzeichnern Barroso, Van Rompuy und wer war da noch dabei? Juncker. Diese drei Herren haben für uns TTIP unterzeichnet. Ihr habt sicherlich alle noch große Hoffnungen auf Sigmar Gabriel gesetzt, dass der da noch irgendwas dran verhindert, aber es war nur Show. Also das Ding ist von der EU-Kommission, von unserer Firmenleitung offiziell abgesegnet. Um ein guter Mensch zu sein, musst du keine Seite wählen. Behandel jeden so, als würdest du in seinen Schuhen gehen. Für die Mitte einzustehen heißt nicht keine Meinung haben, sondern Leute zu verstehen, um das Kriegsbett zu begraben. Wenn ich meine Meinung sage, füge ich ausdrücklich hinzu. Glaub mir bitte nicht, mein Freund, ich mache Fehler so wie du. Doch bitte hör mir zu, sei bloß kein Ignorant, anstatt mich zu verurteilen. Sei neutral und tolerant. Ich benutze meine Stimme und bewahre meine Haltung. Die Zange, die ich vor 2 Jahren gekauft habe, zum 50. Mal vielleicht bedient habe, bricht einfach so in meiner Hand auseinander. Schrott. Ein Sicherheitsschloss, ein richtiges Sicherheitsschloss, nach gar nicht mal so vielen Malen bedienen, ja, wird beim Zuschließen, beim Schließen der Tür, zerbricht es einfach in der Mitte, kann eigentlich nicht passieren. Jedenfalls nicht bei hochqualitativen Produkten, die auch von Menschen hergestellt werden, die vernünftig bezahlt werden und die vernünftig behandelt werden, da kommt dann Qualität bei raus. Ansonsten kommt so eine Schlacke bei raus, ja, wie bei Kick oder wie auch immer, Sachen zum Anziehen, kaufst du billig, kaufst du dreimal, ja, kann man mittlerweile sagen. Und wie die Menschen behandelt werden, darüber brauchen wir gar nicht reden, in irgendwelchen Fabriken in Sri Lanka, in Indien, überall, ja, Bangladesch und so weiter. Was da passiert, wissen wir alle. Dann Schrott. Ja. Und das kommt nämlich dabei raus, wenn wir nur noch billig produzieren und die Menschen dann nämlich auch automatisch wie Massenware behandeln, ja? Die Billigware. Und das ist genau das Problem. Das ist der Anfang und wir sind das Ende. Das nächste Ding ist netzfrauen.de, weil ich ja öfter mal jetzt auf die Quellen hinweise ja auch, ne? Das ist übrigens eben, das war, habe ich bei, ach, wieder, Contra, Netzpolitik, Neopress, Heise und so weiter und so fort. Ja, informiert euch, hier vorne liegt eine Liste aus. Wer sie noch nicht hat, was ich kaum glauben kann, der kann sie hier haben.
Propagandaschau und so weiter und so fort. Steht alles auf dieser Liste drauf, um nachlesen zu können im Internet, was denn tatsächlich die Wahrheit ist und nicht, was unsere Medien, ja, die nämlich so gut wie alles verschweigen, nämlich zum Beispiel auch auf der Titelseite einfach mal den Krieg. Ja, der Krieg. Da kaufe ich mir heute den Straßenfeger von so einem armen, ich denke mal, er war so indisch, vom Getränkemarkt, guckte mich flehend an, ja, wie immer, aber darum ging es gar nicht. Erst habe ich ihm nur das Geld gegeben und beim Rausgehen fiel mir auf, dass da ein von seinen Zeitschriften, der Straßenfeger, die Titelseite Krieg beinhaltete. Warum um alles in der Welt haben wir keine Zeitschriften, ja, wie Stern, Spiegel, Fokus und dieser ganze Müll, ja, von der Bild, brauchen wir gar nicht reden. Wo einfach mal das draufsteht, was tatsächlich in der Welt los ist, nämlich Krieg. So sieht's aus. Da muss ich mir für 1,50 Euro von einem Migrantenkind, ja, muss ich mir eine Zeitschrift kaufen, wo mir fast die Tränen kommen und ich würde ihm am liebsten, weiß ich nicht, 1.500 geben, damit er sich auf jeden Fall erstmal irgendwie einen Ansatz schaffen kann. Aber das ist nicht meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist, dass wir diese Menschen hier integrieren. So sieht's aus. Denn wer Krieg sieht, erntet Flüchtlinge. Ich möchte gerade auf eine Zeitung hinweisen. Es ging ja vorhin hier auch um Propagandabilder, Feindbilder. Also in Freiburg läuft im Augenblick eine Aktion. Da wird auf der Hauptseite ein Chip für jedes Wehwehchen. Da wird darauf hingewiesen, dass 350.000 Euro investiert wurden, Mülltonnen quasi zu chippen. Und dass man das darüber quasi gerecht, also dass auch richtig Müll abgeladen wird, beziehungsweise nicht zu viel drin ist. Dass darüber gemessen werden kann. Und dann wird ein Vergleich gemacht, dass in Dänemark im Augenblick Menschen freiwillig sich quasi chippen lassen und dass sie einen Lohn dafür kriegen würden, dass sie darüber drei Mahlzeiten bekommen. Und permanent wird dieser Vergleich in Freiburg gemacht, von wegen Mülltonnen, die geschippt werden und Menschen, die sich freiwillig in Dänemark chippen lassen, also völlig menschenverachtend und auch himmelschreiend. Also möchte ich nur darauf hinweisen, vielleicht auch in anderen Zeitungen zu gucken, inwieweit laufen hier inzwischen schon Programme, wo hier real Fakten geschaffen werden oder Propaganda geschaffen wird, wo hier auf einer Hauptseite, sage ich mal, sowas Widerliches publiziert werden kann. Und das wird so als, ja, als Gag hier so verkauft, von wegen, dass man Menschen GPS-Peilsender verpassen kann. Das wird ja letztendlich der Stadtverwaltung jeden Gang und Aufenthaltsort eines Stadtstreichers überwachen. Im Gegensatz zum Freiburger Mülltonnen haben sich die dänischen Obdachlosen freiwillig mit den Peilsendern ausstatten lassen. Und dann endet das noch damit, dass gesagt wird, der Lohn dafür sind drei Mahlzeiten an einem Tag. In den Mülltonnen müssen sie dann erstmal nicht mehr nach Essbarem suchen. Also ich möchte nur, also ich habe das auch ins Netz gestellt, ich denke mir, da muss man tätig werden. Wenn das in Freiburg möglich ist, dann ist das auch in Berlin möglich, überall in Deutschland. Aber wenn Vergleiche mit Grenzen überschreitend, auch in Dänemark, dann ist das weltweit möglich. Also bitte schaltet euch irgendwie ein, empört euch. Also damit quasi gegen solche Journalisten, aber gegen solche Agitatoren, die Menschen verachten, quasi... Also Menschen der Ärmsten in die Ecke treiben, also die quasi, am Ende ist auch ein Bild abgebildet, die Mülltonne ist offen, also quasi vom Bild her ab in die Mülltonne, also absolut abartig. Also wenn ihr euch da der ein oder andere dahinter hängen möge, Presserat einschalten, wäre ich euch sehr dankbar. So ihr Lieben, vielen Dank dafür. Hier ist noch eine Menge Informationsmaterial über welche Firmen kontrollieren die Welt oder welche Nachrichten sollte man sich mal reinziehen, eine Liste mit alternativen Medien und so weiter und so fort. Hinterfragt die Medien auf jeden Fall immer, glaubt nicht das, was in den Zeitungen steht. Es ist nicht alles gelogen, aber holt euch auf jeden Fall alternative Meinungen ein. Was auf der Titelseite des Spiegels steht, muss nicht zwangsläufig Wahrheit sein. Das ist elementar zu verstehen. Ihr Lieben, kommt am nächsten Montag wieder, bringt am besten noch jemanden mit. Bitte, ihr Lieben, wir müssen mal wieder ein bisschen Präsenz auf der Straße zeigen. Das ist der friedliche Druck, den wir aufbauen können in der Gesellschaft. Also von daher, kommt jetzt gut nach Hause. Nächsten Montag, Brandenburger Tor, jeder noch einen mitbringen. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Kommt gut nach Hause, danke, ciao.